Hallo meine Lieben aus der GTV-Gruppe, ich bin Irene Lauretti und ich hatte vor 5 Jahren, ich hatte heute darüber nachgedacht, es waren tatsächlich 5 Jahre, vor 5 Jahren, dass ich für Jade und damals noch Sabine Interviews gegeben habe. Das war wirklich die Anfangszeit von meinem Buch Der Mond und der kosmische Code der Schöpfung und das waren wirklich auch meine ersten Erfahrungen im Grunde mit Interviews oder mit Live-Gehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte damals noch nicht mal einen Facebook-Account oder das waren ganz die Anfänge. Und ja, es war also genau 5 Jahre her und seitdem, und jetzt hat mich Jade wieder kontaktiert und es gibt ja keine Zufälle auf der Welt, beziehungsweise alles ist ein Zufall. Also wir sagen immer, es gibt keine Zufälle, meinen damit, aber im Grunde ist es so. Alles wird uns es fällt uns zu. Und ja, es ist schon interessant, weil die Zahl 5, und da hatte ich ja auch drüber geschrieben letztes Wochenende, ist die Zahl der Transformation und des Wassers und der Veränderung. Und auch so passend jetzt heute zu diesem Skorpion-Vollmond, über den ich einfach was erzählen will heute. Das ist ja das Thema, das heutige Thema. Und 5 ist eben auch die Zahl des Schöpfungscodes, um den es ja geht hier in meinem Buch Der Mond und der kosmische Code der Schöpfung. Der Schöpfungscode, ich habe mir heute auch diesen wunderschönen, was heißt wunderschön, er wurde nicht gerade sehr regelmäßig, aber er hat trotzdem eine unheimliche Kraft. Der wird jetzt meinen Eingang zieren, dieser 5-zackige Stern. Und wenn wir die 5 durchlaufen haben, den 5-zackigen Stern vollendet haben und gemeistert haben, dann beginnt wirklich etwas Neues. Das ist wirklich ein innerhalb eines 10-Jahres-Zyklus. Ich mache ja auch Numerologie. Hat sich dann aus diesem Schöpfungscode und dem Mond ergeben. Weil schlussendlich ist ja alles Schwingung und alles Vibration. Und es geht darum, wie manifestiert sich das Licht, dieses eine Licht, diese Quelle, diese Urquelle in die Materie. Und es geht also um Schwingung und um die Vermischung und das Vermengen. Wie kommen diese Kräfte zusammen? Und eine andere Art, das zu sehen, was dem Schöpfungscode nicht widerspricht, sondern im Gegenteil ihn ergänzt, ist die Numerologie. Und das ist mein Buch Seelenzahlen, was sich dann daraus auch ergeben hat, was dann daraus auch geboren wurde. Ja, und die Zahl 5, die ist ja nun genau in der Mitte in einer Zehnerreihe von 1 bis 10. Und wir durchlaufen in unserem Leben, diejenigen, die mich aus meiner Facebook-Gruppe Gesundheit mit dem Mond kennen, das ist übrigens meine Facebook-Gruppe, zu der ich euch auch herzlich einlade, die wissen diese Dinge meist schon, aber ich bin ja jetzt hier bei GTV und die meisten kennen mich noch nicht und somit erzähle ich einfach, hole ich etwas weiter aus. Also in einem Zyklus, wir durchlaufen unser Leben in, abgesehen von den 7er-Zyklen, auch numerologisch in 10-Jahres-Zyklen. Und jeder dieser 10-Jahres-Zyklen ist wie ein neues Kapitel in unserem großen Lebensbuch. Und jedes Jahr innerhalb dieser 10er-Zyklen ist ein neues Unterkapitel mit einer bestimmten Bedeutung entsprechend der Zahl, die eben gerade gemäß unseres Geburtsdatums und des aktuellen Lebensjahres herrscht. Und das errechnet man aus dem Geburtstag, dem Geburtsmonat und dem aktuellen, ja, diese spezielle aktuelle Lebenszahl. Ich beschreibe ja noch andere Lebenszahlen, 4 Stück insgesamt. Und die sind ja sonst permanent, während diese aktuelle Lebenszahl, die verändert sich von Jahr zu Jahr, eben gemäß dieser 10er-Zyklen. Und die 5, die ist ja nun genau in der Mitte zwischen 1 und 10. Und 5er-Jahre sind immer Jahre, die enorme Veränderungen bringen. Enorme Transformation, Veränderung. Und wie gesagt, die 5 ist die Zahl des Wassers. Und Wasser ist nun mal dieses Element, was unheimlich viel bewirken kann. Unheimlich kraftvoll ist. In der Stille liegt die Kraft. Tiefe, stille Wasser sind tief. Gibt es ja auch diese Sprüche. Und somit nahm es mich kein Wunder, dass mich Jade jetzt kontaktiert hat. Und wir hatten ja gestern so ein bisschen gesprochen. Und es ist ja wirklich so, dass sowohl dein Leben, Jade, als auch meins sich seit unseren letzten Sendungen vollkommen verändert hat. Das kann man ja so sagen, in jeder Beziehung. Und wir haben beide, leben wir in anderen Ländern mittlerweile. Und auch sonst.
ist nichts mehr so, wie es war. Das einzige Konstante ist im Grunde du, dass du deine wunderbaren Sendungen weitergeführt hast und weiterführst, und das finde ich ganz toll, dass du diesen Driving Force sozusagen, also deinen Weg einfach hier gehst, deinen spirituellen Weg, so wie ich natürlich auch mein, inmitten dieser ganzen Unwetter, inmitten der ganzen Erdbeben und was auch immer ist, dass wir wie eine Fackel unser Ding, und das gilt natürlich für jeden, wirklich durchziehen, unser Seelenlicht daraus tragen und damit die gesamte Welt erhellen. Und das gilt natürlich für jeden und vor allem in dieser Zeit so wichtig, dieses Licht zu sein, welches wir sind. Und darum geht es in dem Mond und der kosmische Köder der Schöpfung. Um dieses eine Licht, ich möchte euch gerade hier eine Abbildung zeigen, die ja das gesamte Prinzip bildet im Grunde. Das ist das Prinzip, der im Übrigen, es ist kein Konzept. Ich habe heute einen Post gemacht auf Facebook und da waren da so ein paar Leute, die sagten, es wäre ein Konzept, es ist kein Konzept. Es ist die eine kosmische Ordnung, die wirklich überhaupt nicht veränderbar oder sonst was ist. Alle Lebewesen und der gesamte Planet Erde geht aus dieser Ordnung hervor und lebt und gedeiht innerhalb dieser Ordnung und entfaltet sich aus dieser Ordnung. Da gibt es kein Wie und Aber, diese Ordnung ist die eine Ordnung, denn Kosmos bedeutet Ordnung. Und der Zodiac, dieses kosmische Ei innerhalb dieses einen Quelllichtes, dieses großen, wunderbaren, Einheitslichtes der Geistebene, dieses kosmische Ei repräsentiert diese Ordnung. Und diese Ordnung sind diese verschiedenen Farben, das sind die verschiedenen Elemente und Tiefen, die wir ja auch sehen durch unser Lebensstrom. Und die 12 Organkräfte, die Schlüsselenergien, um diese 12 Tore auf diesem Lebensstrom, das ist der Lebensstrom, der wichtigste Energiestrom des Menschen, zu öffnen. Und zwar in der Reihenfolge, wie der Mond es uns vorgibt. Und dieses gesamte kosmische Ei wird regiert von dem Mond als kosmischem Tonangeber. Wir haben diese kosmische Dreieinheit und auch an der ist nichts dran zu rütteln. Die ist nun mal so. Und alle, wir leben alle und gehen, wie gesagt, gedeihen in und gehen aus dieser Dreieinheit hervor und sind diese Dreieinheit selber als Spiegelbild der großen kosmischen Dreieinheit. Die große kosmische Dreieinheit von Sonne, Mond und Erde mit dem Mond als Vermittler zwischen der Sonne, dem Potenzial, und das ist dieses wunderschöne Einheitslicht. Die Sonne repräsentiert den Geist. Sie repräsentiert das Universum und Uni bedeutet eins, Einheit. Die große Einheit, die wir immer waren, immer sind und immer sein werden, dieses Licht, diese Fackel, dieses wunderbare Licht, aus dem heraus die Erde sich kontinuierlich formt und wiederformt und regeneriert, genau wie der Mensch auch. Der Mensch formt sich aus diesem einen Licht, welches du selber bist, dieses Geistlicht, kontinuierlich neu durch, beziehungsweise individualisiert sich als Lebensstrom, und aus diesem Strom heraus schöpft er mit den 12 Schöpfungswerkzeugen, die 12 Organkräfte, und tatsächlich kommt das Wort Organ auch von dem altgriechischen Organon, was Schöpfungskraft, Schöpfungswerkzeug der Seele heißt. Und der Begriff Werkzeug zeigt schon, es geht darum, diese Werkzeuge zu nutzen. Aber zu nutzen nicht aus der Ego-Ebene, sondern wirklich aus diesem Licht heraus. Und das ist der entscheidende Unterschied, weil in unserer Gesellschaft geht alles nur, es geht darum, mit welcher Ebene identifizieren wir uns? Identifizieren wir uns mit dem Körper, der körperlichen Ebene, wie es im Grunde die gesamte Menschheit tut, weil es einfach das Sichtbare ist. Ihr seht mich hier, ihr seht die Mauer, ihr seht eine Blume, ihr seht einen Baum. Oder aber mit dem Licht dahinter. Mit dem Licht dahinter identifiziert sich so gut wie überhaupt niemand, ganz einfach, weil es physisch nicht sichtbar ist. Dennoch gäbe es diese ganze sichtbare Welt auf diesem Körper nicht ohne dieses Licht dahinter, welches die Quelle ist. Und diese Quelle ist diese geistige Kraft, aus der heraus, man kann sich das auch wirklich bildlich vorstellen, aus diesem Licht sich kontinuierlich alles entfaltet. Und es geht darum, mit den Gedanken so tief in diese Ebene zu gehen, sich mit und durch diese Ebene wirklich zu identifizieren, ich bin das Licht, auch immer wieder zu sagen, sodass wir wirklich diesen Blickwinkel, den Blickpunkt verändern und aus der Quellebene heraus sehen. Und das ist der Punkt, wenn
wenn wir selbst zum Schöpfer werden, wie es ja auch schon in der Bibel drin steht. Ja, der Mond und der Kosmos gehört der Schöpfung, ist im Grunde eine Übersetzung der Bibel auf den Menschen durch die Organströme. Wobei, das muss ich dazu sagen, ich nie mit Religion oder kirchlicher Religion oder gar der Bibel etwas am Hut hatte, bis ich diese Nahtodeserfahrung hatte, die dann zu diesem Buch, ich war schon 3 Jahre dran, aber zu der Fassung dieses Buches führte, wo mir diese Dinge dann einfach gegeben wurden. Und schlussendlich geht es darum, auch und vor allem in der jetzigen Situation, in der ganzen Krisensituation, und ich hatte darüber heute auch einen Post gemacht, dass wir in einer Krisensituation sind, ist klar, aber die Krise ist nicht der Virus, die Krise ist etwas ganz anderes, die Krise ist die vollkommene Machtverlagerung des Menschen auf andere und auf ein System, anstatt auf sich aus dieser eigenen Kraft zu schöpfen, mit und durch diese Schöpfungswerkzeuge. Und heute am Vollmond, am Skorpion-Vollmond, ist das so ein guter Tag, sich daran mal wieder zu erinnern. Als ich heute Morgen aufwachte, war mein erster Gedanke, heute ist ein Feiertag. Und tatsächlich würde die Welt und würden die Menschen, die gesamte, die Menschheit und die Welt, nach der kosmischen Ordnung leben. Und das ist im Grunde und in Wahrheit die einzige Ordnung, nach der der Mensch leben sollte. Denn es ist die Ordnung der Harmonie, des Friedens, des Miteinanders, genau wie es im Grunde schon die Bibel sagt, aber es sind tatsächlich die kosmischen Kräfte, wie es uns der Mond vorgibt. Denn die einzelnen Organkräfte, die haben jeder sein bestimmtes Attribut, seine bestimmte Gabe oder Emotion, können wir es auch nennen. Und es liegt an uns, wie wir diese Gabe leben. Und wenn diese Gaben missbraucht werden, über kurz oder lang, äußert sich das natürlich dann in körperlichen Beschwerden bzw. Krankheit. Als Beispiel die Leberenergie, die in diesem wunderschönen Smaragdgrün glänzt. Oder nehmen wir doch lieber die Nierenenergie, denn die ist ja heute aktuell. Die Nierenenergie ist das wunderschöne Blau, deswegen bin ich heute auch im Blau angezogen. Die Nierenenergie in Harmonie, und ich kann euch das hier auch in dem Buch zeigen, die Nierenenergie, die öffnet das Seelentor des Skorpions am Solarplexus. Wir gehen hier also auch in die Chakrenebenen herein, beziehungsweise die Seelentore, die liegen auf der Chakrenebene und die Organe, die Organströme, die liegen etwas tiefer, aber sie sind der Schlüssel, um die Chakrenebene zu öffnen und um dann diese Tore wirklich zu öffnen, um dieses goldene Licht zu erreichen, im Einklang mit dem Mond, weil der Mond eben heute auch das Tor des Skorpions öffnet. Und wenn wir heute die Nierenenergie aktivieren, wie ich es zeige in diesem Buch, dann öffnen wir unser Skorpion-Tor im Einklang mit der Öffnung des großen kosmischen Tores durch den Mond und sind direkt angedockt sozusagen oder sind selbst diese Dreieinheit von Sonne, Mond und Erde bzw. Geist, Seele, Körper. Ja, und die Nierenenergie, wie gesagt, die hat die positiven Attribute Weisheit. Ihr könnt euch die Nieren auch in diesem wunderschönen azurblauen Licht vorstellen, eure Hände auflegen oder natürlich auch diesen einfach den Zeigefinger halten. Das ist der einfachste Weg, um die Nierenenergie zu harmonisieren. Ich zeige euch das im Buch und natürlich auch in meiner wirklich ganz fantastischen App. Es gibt jetzt neu auch eine App dazu zu dem Buch, die jeden Tag genau den Mondstand zeigt und dazu das gesamte Aktivierungsprogramm, auch die Affirmation, den Lebensstrom, den Energetisierungsfinger, die Energetisierungsfarbe, auch Ernährung und Direktinformationen von mir. Ihr könnt also, wie gesagt, den Zeigefinger halten und zwischendurch auch die Hände auf die Nieren legen und die Nieren visualisieren in diesem wunderschönen azurblauen Licht. Das ist das heutige, das ist die Energetisierungsfarbe für die Nieren. Und den Nieren danken, ihnen danken für ihre positiven Attribute, die da sind, diese vollkommene Reinigungskraft. Der Nierenorganstrom ist der einzige Organstrom, der den gesamten Körper durchströmt, denn alle anderen Ströme, die strömen entweder vom Gesicht nach unten zum Beispiel oder von den Händen ins Gesicht oder aber von der Brust in die Hände, aber der Nierenstrom, der ist die eine Ausnahme und ich komme auch gleich noch dazu, warum. Der strömt von dem kleinen Zeh, also da wo, na, hier, von dem kleinen Zeh über die Fußsohlen
Deswegen sind die Füße, auch warme und kalte Füße, immer den Nieren zugeordnet. Und deswegen ist es auch so schlecht, wenn man zum Beispiel am Skorpionvollmond, und ich war heute auch im Meer schwimmen, sollte man immer aufpassen, genau aus dem Grund, und nicht zu lange mit den Füßen ins kalte Wasser gehen. Ich bin doch gegangen, aber nur kurz, während ich einfach sonst länger gehe. Und das ist einfach, was es bedeutet, im Einklang zu sein, beziehungsweise im Einklang mit diesen Gesetzen, mit diesen kosmischen Gesetzen zu leben. Dann strömt dieser Strom, also die Beine hoch, durch die Geschlechtsorgane. Er ist auch einer der wichtigsten Ströme für die Fruchtbarkeit und für die Schwangerschaft, für die Harmonie der Schwangerschaft. Durch die Brust, durch den Hals, durch die Mandeln, auch für, Mandelentzündung kommt immer von den Nieren, durch die Augen, der Augenenergetisierungsstrom über den Kopf und den gesamten, etwa 1 Zentimeter neben der Wirbelsäule wieder hinunter zum Steißbein und hält die Wirbelsäule somit flexibel. Also er durchströmt wirklich von den Füßen an den gesamten Körper und er ist dem doppelten Wasserelement zugeordnet, denn die Nieren bzw. der Skorpion ist von der westlichen Astrologie das Wasserelement und auch von der fernöstlichen. Denn bei dem Schöpfungskult vereinen wir ja die beiden Elemente-Ebenen und nur Elemente-Ebenen. Und nur so kann man diesen Schöpfungskult erkennen. Ich zeige euch das hier nochmal auf dieser Abbildung. Diese Farben hier, das sind die fernöstlichen Elemente. Und ihr seht, dass aus jeder Farbe immer zwei Tierkreiszeichen oder zwei kosmische Tore hervorgehen. Und innerhalb dieses Elementes Wasser, des fernöstlichen Elements der vierten Tiefe geht also die Blasenenergie hervor, die ja bei uns im westlichen Luft ist, und die Nierenenergie, die auch bei uns Wasser ist. Also wir haben jetzt wirklich diese doppelte Wasserkraft, die unheimlich reinigend ist. Und ja, der Skorpion-Nierenstrom, der vollendet diesen fünfzackigen Stern, weil diese, wenn wir also dem Mond folgen, auf seiner Reise durch den Zodiak, wie ich hier zeige, ja, der Mond, der durchwandert also diesen Zodiak und wir folgen ihm, indem wir immer, je nachdem, wo der Mond sich aufhält, das entsprechende Tor öffnen. Das zeige ich eben, wie gesagt, in meiner App Lunar Jing, Mond und Gesundheit. Könnt ihr nachschauen, die gibt es im Google Play Store und im iPhone Store. Eine super App, wirklich absolut empfehlenswert. Wenn ihr also eure 12 Seelentore so öffnet, immer mit dem Mond, dann entfaltet ihr euch als fünfzackiger Stern. Deshalb ist der fünfzackige Stern das Symbol des Menschen und der Gesundheit, welches damals unter den Pythagoreern sogar unter Todesstrafe gehütet wurde. Dieses Geheimnis, das wahre Geheimnis des fünfzackigen Sterns. Er wurde natürlich oft missbraucht, wie alle großen Symbole und wie alle großen Dinge, die besonders viel Potenzial haben, die werden auch besonders viel missbraucht. Aber die Wahrheit des fünfzackigen Sterns ist wirklich die Meisterung dieser 12 Schöpfungskräfte, die du selber bist. Sprich, die Organe zu aktivieren und harmonisieren im Einklang mit dem jeweiligen Mondstand, je nachdem, wo der Mond steht. Wenn er in den Fischen steht, ist es die Leberenergie. Wenn er im Skorpion steht, die Nierenenergie. Die Nieren zu aktivieren und ihnen zu danken. Wie gesagt, für ihre positiven Attribute, die da sind. Diese Reinigungskraft, Weisheit, Kraft, Macht und Durchhaltevermögen. Das sind die Attribute der Nieren. Jedes Organ hat seine Attribute. Und wenn du an den Punkt gelangt bist, dass dein ganzes Leben und dass jede Aktion, jeder Gedanke und jedes Handeln nur aus diesen positiven Attributen, die da auch natürlich das Miteinander sind, denn diese 12 Organströme, die spiegeln das irdische Leben, was ja aus den Organkräften erschaffen wird. Die Organkräfte, die spiegeln genau das, beziehungsweise dein Leben spiegelt das, was die Organkräfte dir erschaffen. Und dadurch, dass die Organkräfte einer in den anderen die Ströme überströmen und einen großen Strom ergeben, wie ich es hier zeige, das sind die ganzen 12 Organströme im einen, geben sie ihre Energie freizügig weiter. Und sie wissen genau, dass sie dadurch, durch dieses Weitergeben, niemals zu wenig Energie haben werden, sondern ganz im Gegenteil. Durch dieses freizügige, in Liebe weitergebende Energie sind sie immer mehr verbunden, beziehungsweise bleiben sie verbunden mit dieser Quelle, diesem goldenen Licht. Und genau durch diesen freien Fluss wird das immer mehr angekurbelt. Das ist das kosmische Gesetz. Je mehr man gibt, desto mehr empfängt man. Das ist der Grund. Durch diese 12 Organkräfte, die ja, wie gesagt,
diese kosmischen Kräfte, die gesamte physische Ebene erschaffen. Je mehr sie geben und empfangen auch, immer von ihrem Vorgänger, die Nierenenergie, die empfängt die Energie von der Blasenenergie und gibt sie dann weiter an die Zwerchfellenergie. Und da komme ich gleich dazu, das ist auch der andere Grund, warum die Nierenenergie so wichtig ist. Denn der heutige Vollmond im Skorpion, der schließt einen großen Jahreszyklus ab. Also von dem Mond her beenden wir mit diesem Vollmondzyklus praktisch einen großen Jahreszyklus. Warum? Weil der Skorpion, wie gesagt, das die letzte Sehne ist auf dem fünfzackigen Stern, bevor wir wieder in das Zentrum reingehen und eine neue Entfaltung beginnen mit der Schütze-Zwerchfell-Energie, Steinbock-Nabel, und dann geht wieder ein neuer Zacken los mit dem Wassermann, Gallenblase. Und das ist natürlich nicht umsonst deshalb, dass die Nierenenergie deswegen das doppelte Wasserelement heißt, hat. Denn jetzt heißt es wirklich nochmal durchspülen und loslassen und reinigen, wo es nur geht. Das gesamte Zellgewebe, alles wird noch einmal durchgereinigt. Auch Menschen gehen aus dem Leben oft an Skorpion-Vollmonden, beziehungsweise heute wird der Impuls gesetzt. Es kann sein, dass in diesem Monat, der jetzt noch kommt, bis zu dem nächsten Schütze-Vollmond, das wird der nächste dann eben, damit wird dann der Zyklus vollendet und gleichzeitig ein neuer beginnt. Aber der heutige Skorpion-Vollmond, der, huch, jetzt geht die Sonne gleich runter. Ich kann gerade mal hier das Licht anmachen. Aber ich glaube, das nützt gar nicht viel. Der heutige Skorpion-Vollmond, der initiiert praktisch die Vollendung. Und deswegen, ich hatte mir heute zum Beispiel auch einen Feiertag, einen Ferientag genommen, weil gemäß der kosmischen Zyklen sollte, wie gesagt, jeder Vollmondtag ein Feiertag sein. Und nicht die künstlich erzeugten irgendwann Feiertage, die überhaupt nichts mit der kosmischen Ordnung zu tun haben. Das ist auch etwas, was bedeutet, mit und durch die kosmische Ordnung zu leben. Und das war so interessant, weil als ich heute aufwachte, war wirklich, mir war gar nicht erst bewusst, wenn man so dieser direkt erste Moment, wenn man aufwacht und eigentlich noch gar nicht richtig bewusst ist, war einfach dieses Gefühl, heute ist ein Feiertag. Ja, und das, und so habe ich, wie gesagt, heute auch den ganzen Tag in Anführungsstrichen nichts gemacht oder nur die Dinge gemacht, die mir wirklich gefallen haben. Und weil der Vollmond vollendet immer das Thema des vorhergehenden Neumondes. Sprich, der letzte Neumond, der war natürlich dann in der Oppositionskraft im Stier, also genau gegenüberliegend das Seelentor in der Dickdarmenergie. Das, was wir da in die Welt oder in unsere Gedanken gegeben haben, das vollenden wir jetzt mit dem Skorpion-Vollmond. Und, aber nicht nur das, da das Skorpion-Vollmond den gesamten Jahreszyklus abschließt, vollenden wir wirklich hier auch einen Jahreszyklus. Und global gesehen, auf die gesamte globale Situation, kann man eigentlich so schon sagen, dass diese ganze Situation in Anführungsstrichlein diesen Monat wahrscheinlich nochmal aufflammen wird an einigen Stellen und es nochmal heftiger wird, das ist typisch für den Skorpion-Vollmond, und dann mit dem Schütze-Vollmond in einem Monat dann wirklich losgelassen wird, denn das ist die Vollendung und dann etwas Neues kommen kann. Und was das ist, das liegt natürlich wie immer an uns, weil wir sind diejenigen im Individuellen, und je mehr Menschen diese individuelle Schöpfung bewusst machen, dann natürlich auch im Kosmischen, da wirklich den Funken bzw. die Gedanken und diese Harmonie eingeben. Ja, das war jetzt mal ein kleiner Schnellüberblick durch die, was es bedeutet, im Grunde Vollmond. Die Nierenenergie, wie gesagt, aktivieren ist ganz einfach, wenn ihr neu seid im Mondström, so nenne ich das, und in der Mondorganaktivierung. Genügt es im Grunde schon, wenn ihr euch täglich bewusst macht, wo ist der Mond, in welchem kosmischen Tor, welchem Organ ist das zugeordnet, und das zeige ich, wie gesagt, in meiner App Lunar Gin Mond und Gesundheit, und dann den entsprechenden Energetisierungsfinger, heute ist es der Zeigefinger, haltet, der Zeigefinger, der harmonisiert die gesamte blaue Ebene, also auch die Blasenenergie. Er harmonisiert mit anderen Worten das Element Wasser, das fernöstliche Element Wasser. Und das ist
der Emotion im negativen Angst zugeordnet, weshalb Menschen auch oft plötzliche Angstzustände haben, sobald der Mond in den blauen Bereich geht, in die Waage-Energie, in die Blase, die der Blase zugeordnet ist, oder in die Nierenenergie. Das sind also mit Anführungsstrichen irrationale Ängste, denn Angst als solches gibt es ja gar nicht. Es ist immer eine Disharmonie deines Organs, die dir sagt, bitte kümmere dich um mich, harmonisiere mich, beziehungsweise erkenne mich an als Schöpfungswerkzeug deines Selbst. Oder noch besser, erkenne dich selbst als das Licht, aus dem heraus du dich kontinuierlich manifestierst und ich dich schöpfe. Wobei die Schöpfungskräfte ja selber aus dem Licht hervorgehen und somit eins sind. Das ist eine Sache, die ist für uns sehr schwer intellektuell zu begreifen, weil wir einfach so gewohnt sind, in gewissen Mustern und Systemen und Schematas zu denken, dass es etwas Übung braucht, wenn wir uns das wirklich auch visuell und gedanklich vorstellen wollen. Wir müssen praktisch über unseren eigenen Schatten springen, über unseren eigenen persönlichen Schatten. Und wirklich diesen Kreis, diesen kosmischen Kreis hinter uns lassen und in die Ebene darüber gehen mit den Gedanken, die ja der überzeitlichen Ebene zugeordnet ist. Denn erst mit dem Zodiac, wie gesagt, beginnt die Zeit. Und beginnt im Grunde auch das Denken. Also wir gehen wirklich in diese Ebene rein, wo wir einfach nur sind. Wo es nur jetzt gibt, denn es gibt dort keine Zeit. Dort ist alles wie in einem Pool miteinander vermischt. Das gesamte Potenzial, alles, was geschöpft werden kann, ist in dieser Ebene, die wir selber sind. Und aus dieser Ebene ist alles möglich. Die Grenzen, die kommen dann erst mit der Gedankenebene, die wir uns nämlich dann selber setzen. Und indem wir dann unsere Organkräfte praktisch manipulieren durch unser Ego, setzen wir uns selber die Grenzen. Wenn wir das nicht tun würden, sondern wenn wir wirklich aus dieser Lichtebene die Organkräfte kontinuierlich in Liebe bewusst nutzen würden, kontinuierlich wirklich durch diese Liebe, wie ja, man kann sich das wirklich vorstellen, wie ein Werkzeug, welches liebevoll benutzt wird und nicht nur das eine, sondern immer mit dem Ganzen im Blick. Also nie nur der Blick auf das eine, sondern immer das Ganze und das Individuum und dann wieder das Ganze im Blick. Dann wären wir Schöpfer wirklich unseres Selbst, beziehungsweise einer neuen Erde, wo wir irgendwann auch hinkommen werden. Habt ihr Fragen? Es sind ja jetzt einige Leute live. Ich sehe ja im Grunde, was ihr schreibt. Also ich weiß es nicht, ob es gleich ankommt, aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne Fragen stellen. Es kommen keine Fragen. Es kommt natürlich gerade jemand bei mir. Es kommt hier nie jemand auf Besuch, aber es kommt jemand. Ich war gerade draußen. Ein Moment. Patricio, sono in diretta. Mi aspetti un momento? Okay. Habt ihr noch Fragen? Ich glaube, ihr habt es nicht. Dann war es das für heute. Es war eine kleine Einführung in die Bedeutung des Mondes durch den Skorpion-Vollmond. Und wir werden uns bestimmt wieder begrüßen hier auf GTV. Diejenigen, die Lust haben, in meine Facebook-Gruppe Gesundheit mit dem Mond zu kommen, ihr seid herzlich eingeladen. Und natürlich diejenigen, die beginnen wollen mit dem Mondströmen, ihr könnt das tun mit dem Der Mond und der Kosmokult der Schöpfung, mein Buch und meine App Luna Gin, Mond und Gesundheit. Oder mich natürlich kontaktieren, auch über Messenger bei Facebook oder über meine Webpage irenelauretti.com. Ich danke euch und bis vielleicht bald mal. Tschüss.